Ah ja. Die Brücke. Wie habe ich sie vermisst? Okay. 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 I run. I run a lot. Springen? Oder wie? Oder was? Bullshit. Oh! Okay. Wojcinski, hey. Aber wo ist Alex? Alright, let's go! Everyone, hold on tight! Könnt ihr mal jemand helfen? Gianni? Kein Gentleman. Oh, endlich an die Oberfläche. Richtige Luft schnuppern. Sehr schön. Searches down the drain, but still. Congratulations. That's what he thinks. What about your timeline? I don't know. I haven't disappeared or anything. It must still exist. But if I am still here, and I haven't changed, that must mean that history has taken two different paths. Our timeline is probably the same as it was before. But that's all right. We saved this world at least. Pendulum effect. It's pulling me back. Pendulum? Get away from me, everyone! It'll pull you in! Well? Never. Dirk, what are you doing? Derek, no! You'll get pulled into the future! You can't be serious. You plan on saving our world, too? That's impossible! But maybe you can, Derek. Maybe we can. Together. Corny. Let's go then. Da.
Das ist wohl Credits-Musik. Ohne Credits. Ah. Ja, meine Damen und Herren, das war Breakdown. Ein sehr gutes Spiel. Ich habe viel geflucht, ich habe mich über viele Dinge beschwert. Es ist trotzdem noch immer eines meiner Lieblingsspiele. Auch nachdem ich mich jetzt so hier durchgefuchtelt habe, vor allem durch diesen einen blöden Scheißkampf mit den Talans und den Assault Talans. Ja. Ich bin gerade, fand's ein bisschen schade, dass ich Alex' Endmonolog abgekürzt habe, aber der war bestimmt auch ein bisschen schmalzig, also von daher. Oh nein, ich werde es schon schaffen, Derek. Du musst hier bleiben, du hast es dir verdient. Irgendwie sowas. Egal. Ich finde die Cinematics auch ganz gut. Und hey, Credits Musik von Linkin Park. Vielleicht. Klingt so. Ja, auf jeden Fall, mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ich glaube nicht, dass es euch nicht Spaß gemacht hätte, wenn ihr immer noch dabei wärt. Seid. Ich bin ehrlich mal gespannt, ob es einen Stinger gibt. Sowas wie fortgesetzt in Breakdown 2. Die Rettung der Zukunfts-Alex-Welt. Vielleicht. Möglicherweise. Wird niemals kommen. Das Spiel ist hart gefloppt. Schade. So, wer war denn der Writer? Niemand. Gut. Oder ist nicht wichtig. Screenplay. Na, das kommt schon heran. Skripta. Ah ja. Na, kennt man den Enkel? Meine Güte, was ist das für... Man merkt die frühen 2000er. Wobei, der kreischt ganz gut. Das war kein schlechter Kreischer. Klang ein bisschen animalisch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut gemacht. Ich suche die ganze Zeit nach Namen, die ich kenne. Ich bin jetzt bei den japanischen Herstellern bzw. Entwicklern gar nicht so versiert, wie ich eigentlich gerne sein möchte. Voice Effects, Tobetti. Okay. Warst du schon? Die sind schon beim Special Thanks. Mensch, und jetzt? Hält man mal dagegen, ey, so ein Assassin's Creed? Mit über 400 Leuten, die gleichzeitig dran arbeiten. Und da sind die Caterer ausgeschlossen. Na, da haben die ein 10-Stunden-Spiel, sagen wir vielleicht so 11-Stunden-Spiel. Einfach mal so mit, keine Ahnung, 5 Leuten gemacht. Okay, 6. Und die 3 von Frameworks Entertainment auch noch. Was ist das? Goku? Ach, Motion Captures. Sie haben echte Motion Captures für dieses Spiel verwendet. In den frühen 2000er. Echtes Motion Capture, nicht so ein Bullshit, sondern echtes Motion Capture. CAP TCHA Capture. Oh nein, jetzt habe ich verpasst. Ah, Take It All hieß das Lied. War anscheinend tatsächlich Japaner. Und das gute Project Breakdown-Logo. Ach, und im Hintergrund läuft die Accelerator-Musik. Ja. Da, 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 da. 2003. Eins der ersten cinematischen Ego-Shooter. Immer noch einer der besten. 4. Call of Duty. Breakdown is where it's at. Komm, jetzt gib mir einen schönen Stinger.
Schade. Nun gut. Ich verabschiede mich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht sieht man sich ja mal wieder.